und der dänischen Präsidentschaft abgeschlossen werden sollte. Stadler, für eine Minute. Herr Präsident, Hohes Haus, ich möchte nicht auf die phraseologischen Worthülsen von Herrn Barroso und der Frau Premierministerin eingehen. Sie taugen nicht für eine politische Debatte. Aber ich wehre mich gegen die Agitation, die hier im Hause gegen Ungarn gemacht wird. Und nicht nur hier im Hause, sondern es hat bereits erpresserische Manöver angenommen, wenn man sich anschaut, wie die Kommission gegen Ungarn vorgeht. Mich als Österreicher erinnert es daran, wie die Europäische Union mit dummen Sanktionen im Jahre 2000 gegen Österreich vorgegangen ist und hat sich dabei wahrlich blamiert. Die Vorwürfe sind ungerecht und sie sind falsch. Die Regierung Orbán hat mehrfach bewiesen, dass es eine demokratische Regierung ist. Sie ist von 2/3 der ungarischen Wähler gewählt. Und sie ist legitimiert demokratisch. Sie hat auch früher gezeigt, dass sie während des Ratsvorsitzes der Ratspräsidentschaft selber sich als verlässlicher Partner nicht nur in der Union, sondern auch in der NATO immer wieder unter Beweis gestellt hat. Ungarn kann so nicht behandelt werden. Und all jene, die glauben, dass sie mit dieser Agitation die Sozialisten oder die Liberalen oder alte oder neue Marxisten wieder an die Macht bringen können, täuschen sich. Mit dieser Diffamierung der ungarischen Regierung spielen Sie jene Kräfte, die Wort hat sie nicht haben Kollege wollen, nämlich Odi die undemokratischen für eine Kräften. Minute 30 Sekunden. Bitte sehr, Herr Audi. Herr Kommissionspräsident, Frau Ministerpräsidentin, jetzt zu Ihren Wirtschaftsthemen und Finanzfragen. Sie haben gesagt, Dänemark möchte sich nicht einbeziehen in die Fragen der Eurozone. Also können Sie dafür sorgen, dass die gesetzgeberischen Vorschläge zu den Derivaten